Hi, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Grizzly und wir befinden uns heute in einer Nacht- und Nebelaktion. Wenn ihr wissen wollt, wo ich heute langfahre, dann bleibt einfach dran, genießt die Show und ja, freue mich über viele Comments und auch vielleicht ein paar Follows. Also, viel Spaß. So, wir sind jetzt da, endlich angekommen. Und zwar, das ist ein Spot, den habe ich letztes Mal schon mal gespottet. Ja, und jetzt wird es Zeit, das Dachzelt aufzubauen. Ich hoffe, ich kann vielleicht ein paar Ausschnitte zeigen. Es ist relativ dunkel, ich habe halt nur eine Taschenlampe, aber ja, mal gucken. So, dann wollen wir mal. Rucksack ist schon draußen. Kofferraum ist offen. Okay, haben wir schon mal das Nötigste draußen. Schlafsack ist auch bereit, den holen wir auch gleich mal raus. So, auf geht's. Ganz schön voll da, Oschi, ne? Okay, dann machen wir das Dachzelt mal auf. So, jetzt diedeln wir erstmal die Dinge auf wieder. So viel zum Thema Nacht- und Nebelaktion. Die Leiter, das Küchenbrett. So. Ja, so. Okay, jetzt machen wir das Ding auf. Nacht- und Nebelaktion, sag ich doch. Sesam, öffne dich. Perfekt. So, ich habe jetzt gerade mal die Luftmatratze aufgeblasen. Zip. Ja, hinter mir ist eigentlich schon die Wand. Ja, auch wenn ihr das schon kennt, ihr wisst ja, wie es eigentlich hier drin schon aussieht. Hier noch mein Schlafsack. Dann kommt anschließend noch der Gaskocher für morgen für den Kaffee. Ha, apropos Kaffee, der steht immer noch unten. Na gut, muss ich den morgen halt hochholen. Ja, und ansonsten hier was zu trinken, meine Ausrüstung, Licht, noch mehr Licht. Ja, und jetzt machen wir mal den Herrn Schlafsack mal drauf. Noch mal ein bisschen Licht, sieht ein bisschen schlecht. Hier vorne sind meine Knie, ja. Und da hinten, ja, sieht man halt das Ende. Das Besondere halt daran ist, das haben nicht alle Schlafsäcke, ist, dass ich halt bestimmte Fächer habe, wo ich dafür sorgen kann. Ich zeige euch das mal, dass das nicht wegrutscht. Das wird dann quasi um die Isomatte gestülpt. Und hier gibt es noch einen Gurt, der das dann festhält. Alles in allem fehlt noch ein bisschen Zeug und dann könnten wir schon mal ins Bett gehen. Guten Morgen allerseits. Oh, Streck weg. Oh. Jetzt bin ich mal gespannt, ey. Jetzt gucken wir mal da raus, denn dafür habe ich diese Nacht- und Nebelaktion ja letzten Endes gemacht. Jo. Und jetzt gucken wir aus dem Fenster. Dann wollen wir mal gucken, wie es denn so draußen so aussieht.
So, was die wenigsten Leute wissen, manchmal steige ich einfach so runter. Ist es halt einfacher. Man muss halt aufpassen, dass man nicht hängen bleibt. Ja. Einfach nur der Hammer. So, und jetzt Glory Moment. Das schon mal geöffnet. Ach, der Reißverschluss klemmt ein bisschen am Morgen. Ne? Ah, guck an. So, vom letzten Video kennt ihr das ja schon, aber ich zeige es euch gerne nochmal. Denn das ist meine Kochplatte für hier draußen. Das muss man natürlich erstmal alles runterstopfen, aber das ist gar kein Thema. So. Dann holen wir jetzt mal den Kocher raus. Den habe ich schon deutlich länger. Tada! Scheiß auf die Marke, sage ich immer. So. Sicherungshebel nach unten. Ne? Und einmal Ulala, und es wird warm. Wen wundert's? Ja. So, und jetzt Wasser drauf. Oh, ich freue mich. Was für ein Morgen. Einfach nur herrlich. Frisch gemahlener Kaffee. Oh, und dann hinten noch. Was für eine geile Aussicht da hinten. Oh Leute, ihr wisst gar nicht, wie erholsam das ist. Boah. Und da unten ist schon mein Sitzplatz. So, jetzt machen wir noch schnell den Kaffee fertig. Und dann hocken wir uns raus. Yeah. So. Kekse. Und dann kann es losgehen. Schön es auch ist, es ist Zeit zum Zusammenpacken. Und das mache ich eigentlich gar nicht gern. Aber gehört dazu. Naja, dann mal los. Ach ja, das mühselige Zusammenpacken. Ja, das Kissen ist auch ziemlich geil. Lässt sich auch relativ gut. Gut, mit einer Hand natürlich nicht, aber es lässt sich relativ gut bedienen. Oh, obwohl doch mit einer Hand. Kriegt da bei Decathlon. Aber ich wette, ihr kriegt das auch woanders. So. Dann müssen wir noch mal ein Bett zusammenfalten. Die Ecke da hinten aufräumen. Und dann können wir das gute Dachzelt wieder zusammenfalten. Trocken geblieben ist es auch, weitgehend. Hier ist noch ein bisschen Feuchtigkeit zu sehen. Ja, dann auf geht's. Ja, so schnell kann's gehen. Da drüben ist es noch hell. Und jetzt guck doch mal hier. Das wird ein Spaß. Da hat man gleich Nullsicht. So, ja,
so schnell kann es gehen, hinten der Nebel. Zog einfach mal die Nebelbank hier einfach mal so durch. Naja, ich hoffe, es hatte euch gefallen und ja, es war ein Bilderbuch Sonnenaufgang. Dachzelt ist gepackt. Ja, und wenn ihr wollt, stay tuned, bleibt auf meinem Kanal und ja, lasst mir ein Like da, ein Comment und wir sehen uns zum nächsten Mal. Euer Gisli.